Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuesten Chips-Test-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut. Denn heute haben wir von der Firma Lorenz eine Special Edition Naturals mediterranes Gemüse. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die jetzt gleich schmecken werden. Wir haben hier Kartoffelchips mit Antipasti-Geschmack. In einer 95 Gramm Packung bezahlt habe ich dafür 1,69 Euro und gekauft habe ich die guten Dinger bei World of Sweets. Ja, wie ihr wisst, Chips mag ich sehr gerne, vor allem von der Firma Lorenz waren da in letzter Zeit einige sehr leckere Sorten dabei auf jeden Fall. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal auf meinem Kanal hier umschauen. Ich habe sehr viele Chips-Test-Videos schon gemacht und da wird bestimmt für den einen oder anderen etwas Leckeres dabei sein. Okay, aber heute haben wir die Naturals mediterranes Gemüse. Die werden wir jetzt mal gemeinsam öffnen und probieren und dann werde ich euch sagen, wie diese Sorte schmeckt. Alles klar, dann geht's los. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um den Geschmack. Also auf damit und raus damit. So, da sind sie. Das wird reichen für unsere Testzwecke. Schaut mal. Wie immer zeige ich sie euch aus der Nähe. Alles klar, dann gucken wir mal. Ja, keine besonders heftige Würzung hier zu erkennen. Geruchsmäßig. Ja, ganz normale Chips würde ich sagen. Ja, probieren wir mal. Ja, ganz leicht gesalzen auf jeden Fall. Aber wirklich lecker. Richtig lecker. Also das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also ich würde sagen, die schmecken auch leicht nach Paprika und vielleicht auch ein klein bisschen nach Knoblauch, wenn sie rausschmecken kann. Aber richtig gut. Ja, Antipasti-mäßig weiß ich jetzt nicht, aber mir schmecken sie auf jeden Fall. Ich finde sie sehr lecker. Ihr wisst ja, ich mag diese Lorenz Chips sehr gerne. Und das ist mal wieder eine gelungene Variante davon. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. So, hier zeige ich nochmal die Verpackung der guten Chips für die Leute, die eventuell mal nachkaufen möchten. Also ich bin auf jeden Fall total begeistert. Von mir, wie gesagt, den Doppeldaumen nach oben. Eine sehr, sehr leckere Sorte, die ich auch gerne nochmal nachkaufen würde. Ich kann sie euch empfehlen. Dann würde ich sagen, kauft sie einfach mal, probiert sie einfach mal und dann schreibt ihr mal was dazu in die Kommentare, wie eure Meinung zu dieser Sorte ausfällt. Ob ihr genauso begeistert seid wie ich oder ob sie euch vielleicht überhaupt nicht schmeckt. Wie immer gilt natürlich, ich lese alle Kommentare und antworte darauf. Das war's für heute mit meinem kleinen Video. Wem das Ganze gefallen hat, der kann mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Und wenn ihr ganz viel Lust drauf habt, schaut doch auch morgen wieder bei mir vorbei. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles klar, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, euer Atzenberger.